Kommen wir zum letzten großen Beispiel, zum sogenannten Gapminder-Beispiel. Ja, und das habe ich, wo habe ich das her? Das habe ich aus dem Tutorial von dieser Plotly-Library. Und diese Plotly-Library wird benutzt auf der Gapminder-Webseite. Und da gibt es ein paar Vorträge auch. Kurze Werbung. Gapminder ist about Factfulness. Ja, das ist also irgendwie so eine Art Organisation, wo Sie sich Daten über die Welt kostenlos herunterladen können. Also zum Beispiel Life Expectancy oder Säuglingssterblichkeit oder Population Size und so weiter und so fort. Ganz viele Variablen können Sie sich da runterladen. Sie können sich auch Talks von Leuten anschauen. Oder es gibt diese Dollar Street, die ist auch total cool. Das sind hier so Bilder von Familien aus verschiedenen Ländern und zwar angeordnet nach dem, wie viel die verdienen. Sie können aber auch hier unterschiedliche Variablen da oben hinlegen, GDP oder sowas. Und dann sehen Sie praktisch hier die Bilder von den Leuten nebeneinander, Leute, die 2 Dollar am Tag haben, neben Leuten, die 10.000 Dollar oder sowas haben. Und das ist einfach interessant, da so ein Global View drauf zu kriegen, so eine Perspektive auf die Daten. Das ist wirklich total, total beeindruckend. Schauen Sie sich das mal an. Und ich hätte jetzt keine Werbung für gemacht. Das ist also Non-Profit. Das ist auch alles kostenlos, soweit ich weiß. Sonst schneiden wir das wieder raus aus dem Video. Dann machen wir da keine Werbung für. Da können Sie also draufgeben, gapminder.org. Gehen Sie mal hin. Ich fand es ziemlich beeindruckend. Insbesondere sind diese Daten schon bei dem Plotly Express, werden die mitgeliefert praktischerweise. Die sind also einfach da unter px.data.gapminder. Das ist eine Funktion und die erzeugt Ihnen diese Datenmatrix. Schauen wir uns die jetzt mal an. Da wird also immer in jeder Zeile habe ich also das Land jetzt, den Kontinent und ein Jahr. Und aus dem Jahr sind die Daten. Dann habe ich hier die Life Expectancy, die Population Size, unseren GDP, das ist so eine Art Bruttosozialprodukt. Und dann noch irgendwelche anderen Spalten. Ich glaube, das ist so eine Kürzel für das Land. Und das ist auch noch irgendwie was, wo ich jetzt nicht genau weiß, wofür. Ja, da sind also interessante Daten. Kann man leicht reinladen. Und insbesondere sind das Zeitreihen, weil ich habe jetzt halt vom gleichen Land diese Daten über mehrere Jahre. Okay? Und das Gleiche noch für mehrere Länder parallel. Da ist natürlich jetzt eine interessante Frage, wie kann man das gut visualisieren? Und da haben die Leute tolle Ideen gehabt, wie man das machen kann. Zunächst mal nochmal, was heißt denn visualisieren jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben? Und visualisieren heißt jetzt in dem Kontext, wie wir darüber gesprochen haben, Sie haben eine riesige Datentabelle mit ganz vielen Spalten. Ja, das ist also Ihr Rohmaterial. Und dann gibt es irgendeine Toolbox, irgendein Programm mit grafischen Elementen. Und die grafischen Elemente sind X-Achse, Y-Achse, Z-Achse, Größe, Farbe und vielleicht noch, wenn man eine Animation macht, die werden wir gleich auch noch sehen, die Zeit zum Beispiel. Und jetzt können Sie da noch kreativ sein. Ihre Achsen können auch kreisförmig sein und von innen nach außen gehen und so weiter und so fort. Da können Sie also beliebige Sachen machen. Oder Sie nehmen eine Landkarte oder sowas als Grundlage. Bei Wahlen wird das sehr gerne gemacht. Dann wird das eingefärbt sozusagen mit Wert den Wahlkreis gewonnen. Da gibt es also tausend und eine Möglichkeit. Das sind alles grafische Elemente. Und die Frage ist, wie können Sie jetzt Ihre Tabelle auf grafische Elemente mappen? Ja? Was auch genau diese Befehlsaufrufe immer sind, die bilden also Spaltennamen auf grafische Elemente ab. So, das heißt also, wie macht man das? Wir haben es jetzt schon gesehen, aber in manchen Fällen passt es halt besser als in anderen. Ich habe es mal versucht aufzuschreiben. Also Spalten jetzt hier, die irgendwie zum Beispiel in Metern abgemessen wurden oder Kilometer oder Zentimeter oder in Sekunden oder in Euros oder irgendwie anders gemessen, in Volt oder in Ampere oder sonstige Sachen, die man so messen kann, oder wo man irgendwas gezählt hat, die lassen sich gut mit so einer Location darstellen oder mit einer Size oder auch durch die Zeit, wenn man die Sachen sozusagen sortieren kann. Ja, das sind halt alles Spalten, solche, die man so messen kann, die man irgendwie sinnvoll sortieren kann, wo es einen Begriff von groß und klein gibt. Ja? Und die kann man dann von links nach rechts oder oben und unten anordnen. Dann gibt es andere Kategorien, andere Spalten, die vielleicht Kategorien darstellen, also zum Beispiel verschiedene Sorten, verschiedene Länder oder verschiedene Klassen oder was weiß ich. Alles so ein diskreter Kram. Und den kann man typischerweise immer gut mit einer Farbe darstellen. Ja? Oder mit einem einzelnen Datenpunkt oder. Da gibt es jetzt auch wieder tausend und eine Möglichkeit. Aber ich will nur sagen, Sie können also durch Nachdenken da auch drauf kommen, was vielleicht eine gute Visualisierung ist, indem Sie sich über die Eigenschaften im Klaren sind. Manche Sachen haben halt ein Groß und ein Klein. Das sind gute Sachen für solche X- und Y-Achsen. Andere Sachen, die haben kein Groß und Klein. Da gibt es gar keine natürliche Reihenfolge. Das kann man dann typischerweise besser durch eine Farbe visualisieren. Okay? Gut. Zunächst mal, das sind uns jetzt viel zu viele Daten. Wir machen jetzt einen Query. Ja, und da lernen Sie jetzt nochmal wieder was über diese
über Pandas in diesem Fall. Sie können also so einen Query machen auf diesen Gapminder-Daten, auf diese Tabelle. Und zwar können Sie hier hinten so eine Zeichenkette reinschreiben mit so einem Wunsch, den Sie haben. Und Ihr Wunsch ist, Sie möchten alle Zeilen rausfiltern, wo die Spalte Country den Wert Germany hat. Ja, das heißt, hier hinten kann jetzt ein sogar noch komplizierterer Ausdruck stehen. Sie könnten auch sowas schreiben wie Country gleich Germany and Year gleich bla. Oder Country gleich Germany and Population greater or equal than bla bla bla. Ja, Sie können also dann beliebige Abfrage machen, wie auf eine Datenbank. Okay? Sie könnten auch über alle Länder oder so Abfragen machen, welche Länder haben eine größere als dies oder das. Das ist jetzt also eher Databases, was ich hier Ihnen zeige. Aber das ist jetzt eine geschickte Art, um so eine Subtabelle zu machen, die wir dann mal visualisieren können. Okay? Fangen wir damit mal an. Also damit habe ich also die ganzen Sachen ausgewählt mit meinem Query und der Rückgabewert von der Funktion Query ist wieder ein Data Frame. Das heißt, ich muss das jetzt auch nicht einer Variable zuordnen, sondern ich kann das einfach als Input für die Funktion Scatter geben. Das heißt, die Funktion Scatter wird jetzt auf diesen Dataframe angewandt, den ich bekomme, wenn ich die gesamten Daten nehme und da die Zeilen rausfiltere sozusagen, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Gut, und jetzt plotte ich jetzt hier mal relativ randomly das GDP gegen die Life Expectancy. Okay, und da sehen wir, dass es so eine Kurve wird, die immer größer wird. Jetzt sehen wir hier noch, die Boxen werden irgendwie auch kleiner. Was heißt das? Das bedeutet, ich habe eine logarithmische Skala genommen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Logarithmen in der Schule, da hat man, ich weiß nicht, wie das heutzutage gemacht wird, aber vielleicht weiß man nicht immer genau, warum man das lernt oder sowas. Aber das ist eine ganz tolle Sache, weil Logarithmen, die führen zu so einer Art Skaleninvarianz. Das heißt, man kann plötzlich ganz kleine Zahlen und ganz große Zahlen irgendwie gleichzeitig darstellen. Ja, insbesondere kann man also hier Unterschiede zwischen 10.000 und 15.000 irgendwie darstellen und gleichzeitig aber auch zwischen 30.000 und 35.000. Oder noch krasser, wenn es um kosmische Distanzen geht, sind das hier unten vielleicht Zentimeter und hier oben sind Lichtjahre. Aber halt in dem gleichen Plot. Und das geht halt durch diese logarithmische Skala. Das ist halt was Geschicktes, um halt große Zahlen und kleine Zahlen in einen Plot reinzukriegen. Gut, wir sehen also, dass wir glücklicherweise jetzt hier in einem Land leben, wo die Life Expectancy immer hochgegangen ist, das GDP ist auch immer hochgegangen, okay, und das scheint irgendwie auch miteinander zusammenzuhängen. Ja? Also je reicher scheinbar das Land wurde, je höher wurde auch die Life Expectancy. Damit kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass das eine das andere impliziert oder so, das ist eine andere Vorlesung, die nennt sich Causality, die gibt es ja auch an der Uni, aber sozusagen, man sieht zumindest, dass da ein Zusammenhang besteht. Ja, vielleicht gibt es noch eine andere Variable. Es könnte ja sein, dass die Life Expectancy dazu führt, dass man mehr arbeiten kann und dadurch steigt das GDP. Eine Erklärung. Eine andere Erklärung wäre, dass GDP steigt und dadurch ist die medizinische Versorgung besser, ja, und deswegen leben wir länger. Ja, oder noch eine andere Erklärung ist, irgendwie gibt es noch eine weitere Variable. Wir hatten irgendwie, das Wetter wurde immer besser oder Global Warming, es war immer wärmer, wir konnten immer mehr arbeiten und sind immer glücklicher und leben länger. Da gibt es noch eine andere Variable, die beides beeinflusst. Ja? Könnte auch sein. Ja? Gut, insbesondere, also nochmal die Sachen erklärt, wenn Sie das nachlesen wollen, als Boxen. Ja? Wir haben jetzt hier an dieser Achse was Besonderes. Das geht jetzt hier so schön monoton hoch und in diesem Fall macht es auch Sinn, dass man die irgendwie so mit Strichen so verbindet. Ja? Und das sieht man jetzt hier nicht den Daten erstmal an, aber das ist der älteste Datenpunkt. Das ist der nächste Datenpunkt. Ich glaube, ich habe das eben anders dargestellt. Ich stelle es nochmal anders dar. Das ist ein Scatterplot und der sagt, wenn viel Geld produziert wird sozusagen, dann ist auch die Life Expectancy hoch. Aber dass es jetzt hier so über die Zeit so hoch geht, das steckt da eigentlich nicht drin. Ja, es könnte sein, dass das hier irgendwie vorgestern ist, das hier ist übermorgen und das ist vorvorgestern. Also die Reihenfolge sieht man eigentlich nicht. Aber wenn wir die Punkte in der richtigen Reihenfolge verbinden, ja, indem wir jetzt einen Lineplot machen, dann sehen wir, dass es also immer weiter sich verändert hat. Okay, vielleicht weil das jetzt gerade ein bisschen verwirrend war. Ich erzähle das nochmal an dieser Stelle. Also das ist jetzt hier nicht die Zeitachse, sondern das ist die Achse, wie viel GDP sozusagen wir haben. Und das ist die Achse, wie viel Life Expectancy wir haben. Okay, und die gehen jetzt zufälligerweise so schön hoch, parallel. Und man könnte meinen sozusagen, dass der Punkt auf diesen folgt und so weiter und so fort. Und in diesem Fall ist das so, weil beide Variablen parallel gewachsen sind durch die Zeit. Aber das sieht man erst, wenn man die Sachen dann entsprechend noch durch einen Lineplot verbindet. Aber ich zeige Ihnen das nochmal in Safari, weil das irgendwie jetzt ein bisschen durcheinander ist. Und zwar, wo haben wir die Daten?
Ah, da haben wir noch diesen Query, da haben wir auch noch den Lineplot. Ich zeige Ihnen nochmal den Scatterplot. Daran möchte ich Ihnen noch was zeigen. Also hier ist nochmal der Scatterplot. Und jetzt ersetzen wir mal die X-Achse durch Year. Ja, das ist jetzt irgendwie schlauer. Und machen das Ganze nicht logarithmisch. So, und jetzt haben wir wirklich eine Zeitreihe und haben praktisch an der X-Achse die Zeit und haben an der Y-Achse jetzt die Variable, an der wir interessiert sind und könnten jetzt hier auch noch GDP machen. Oh, wie hieß die denn? Weiß ich leider nicht auswendig. GDP per Cup. Okay. Da kann ich also das Gleiche machen über die Zeit. Ja, das ist also die Sache. Kann jetzt allerdings auch beide wieder gleichzeitig plotten. Das war die Variable LiveExp. Das ist jetzt der Nachteil von dieser Schreibweise, weil man dann diese Begriffe haben muss. Jetzt haben wir wieder den Plot, den wir gerade in den Slides gesehen haben. Und wenn ich da jetzt drüber gehe, dann würde ich mir gerne das Jahr anzeigen lassen. Also machen wir das mal. Das war irgendwie Hoover oder wie hieß das? Hoover Name. Hoover Name gleich. Hoover Name gleich Year. So. Und jetzt können wir überprüfen, in welcher Reihenfolge das denn passiert ist. Und da sehen wir, dass wir sozusagen hier auch durch die Zeit gehen, wenn ich entlang der Punkte gehe. Aber in diesem Plot, den ich jetzt hier gemacht habe, ist das links nach rechts eigentlich nicht die Zeit, sondern das links nach rechts ist jetzt die Life Expectancy. Und das von unten nach oben ist das GDP. Ja, das heißt, eigentlich haben die Punkte in diesem Plot keine Reihenfolge. Ja, aber in diesem Beispiel haben sie eine Reihenfolge. Okay? Ich hoffe, dass sie jetzt nicht zu sehr verwirrt hat hier mit dieser Darstellung. Machen wir mal weiter. Wir können auch nach einem Jahr natürlich einen Query machen und uns dann für ein Jahr über alle Länder alles anzeigen lassen. Ist Ihnen jetzt wahrscheinlich, das könnte man eine Übungsaufgabe jetzt schon rausmachen. Ich denke, Sie würden wissen, wie es geht. Ja, Sie machen also den Query mit Year gleich 2007 und machen dann den entsprechenden Plot. Und hier ist jetzt schon so ein fancy Plot. Ja, da wird jetzt also für das Jahr 2007 das GDP gegen die Life Expectancy geplottet und außerdem wird die Größe noch, da wird die Population genommen, wie viele Leute da wohnen, die Farbe noch, in welchem Kontinent man lebt und wenn man da so drüber geht, bekommt man das Country genannt. Okay? Und das Ding gucken wir uns mal hier in dem richtigen Python hier an. Habe ich das hier irgendwo stehen? Ja, da habe ich es. Füllen wir das mal aus. Da sieht man jetzt eine Menge, weil da sehe ich jetzt zum Beispiel, Afrika ist grün, ja, niedriges GDP, niedrige Life Expectancy. Andere Länder hier oben, ja, das ist auch praktisch mit dem Hoover, United States. Ich kann also da drauf gehen und sehe dann jeweils, welche Länder das sind. Diese ganz große Dot ist China, hat also sehr viele Einwohner, hat schon eine relativ hohe Life Expectancy, ja, aber noch ein kleineres GDP als andere Länder, die kleiner sind. Das hier sind dann so interessante Länder. South Africa hat immer noch eine niedrige Life Expectancy, hat aber schon ein sehr großes GDP. Ja? Also man lernt hier was über diese einzelnen Länder. Ich glaube, das ist jetzt hier, da sind jetzt keine mehr. So, das ist jetzt schon eine sehr interessante Infografik, an der man eine Menge ablesen kann. Ja? Aber es kommt noch besser. Machen wir mal hier weiter. Das haben wir alles angeguckt. Man kann das Ganze jetzt auch animieren. Ja? Und ich zeige Ihnen einfach, wie es geht, was rauskommt. Der Befehl ist immer nur ein Befehl und Sie machen immer noch irgendwie was mit den Spaltennamen, nur dass Sie jetzt irgendwie noch so ein Animation Frame definieren können, dem Jahr. Das heißt also, Sie erzeugen jetzt nicht eine Grafik, sondern Sie erzeugen ganz viele Frames und machen daraus ein Video. Und zwar jeder Frame entspricht dann einem bestimmten Jahr. Okay? Dann gibt es noch die Animation Group nach Country. Da gibt es irgendwie noch was man noch einstellen muss und so weiter. Man kann irgendwie noch so Ranges angeben, bla bla bla. Ich zeige Ihnen mal, was rauskommt. Das hier müsste der Befehl sein. Und wenn ich das jetzt mache, dann rechnet er ein bisschen rum und dann macht er mir irgendwie dieses schöne Bildchen. Kann ich das noch größer machen? So, und da kann man jetzt Folgendes machen. Da kann ich jetzt hier unten auf den Button gehen und Play drücken. Und dann sehen Sie eine Animation, wie sich das Ganze durch die Zeit geändert hat. Ja. Und das ist jetzt, finde ich, eine Infografik, wo man so richtig was erkennt und so richtig was sehen kann. Was sehen wir denn da? Zum einen sehen wir, die Lebenserwartung ist in allen Ländern angestiegen. Ja, das sehen wir so mit unseren, wir sind ja gut bei Sachen, wenn wir irgendwo was sehen, irgendwie
was sich bewegt, viele Punkte. Wir sind gut, die Sachen zu verfolgen. Und diese Skills benutzen wir jetzt, um mir diese Grafik zu begucken. Wir sehen, hier geht es, komischerweise geht es hier für China, geht es eine Weile hoch und runter. Und ich kenne mich jetzt nicht in den geschichtlichen Ereignissen aus von China. Aber man musste mal schauen, zwischendurch ging es irgendwann mal bergab und dann ging es irgendwann nochmal wieder runter. Und das kann man typischerweise dann korrelieren zu irgendwelchen historischen Ereignissen, die dann gewesen sind oder sowas. Ja? Insbesondere gibt es diese Daten auch noch vollständiger auf der Webseite bis 1930 oder sowas. Da sehen Sie dann Germany, wie es hochpoppt und dann poppt es wieder runter nach dem Zweiten Weltkrieg und dann geht es wieder hoch. Ja? Und das ist also sehr interessant. Sie sehen insbesondere auch, wie sich die Weltbevölkerung entwickelt. Dieser Kreis hier, China, wird immer größer. Ja, der wächst also ganz stark an. Am Anfang ist er noch kleiner und hinterher wird er immer größer. Sie sehen ja auch, die USA, die werden auch größer da zu so einem gewissen Grad. Ja, also man kann hier ganz viel sehen. Insbesondere können Sie das natürlich jetzt auch noch aufschlüsseln nach verschiedenen Ländern. Den Befehl habe ich jetzt hier links gerade gar nicht drin. Ich rate mal. Mal sehen, ob ich das jetzt raten kann. Ah ja, Facet Row. Da kann man jetzt das Ganze noch aufschlüsseln nach Kontinenten. Gucken wir mal, was passiert, ob das der Befehl ist. Ja, den wollte ich nicht haben. Ich wollte das mit Column haben. Facet Column. Ah, danke. Ja, und jetzt haben wir das Ganze nochmal nach Kontinenten getrennt und können uns auch dann den Parallelvideo angucken, was da so passiert. Ja? Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert ist. Ach, Ozeanien. Gut, Ozeanien, da gibt es jetzt nicht so viele Daten, deswegen sind da auch weniger Dots. Und da wohnen natürlich nicht so viele Leute. Ja, deswegen ist hier nicht so viel los. Wir sehen aber insbesondere in Asien leben sehr, sehr viele Leute. Und wir sehen auch, wie sich das sozusagen entwickelt hat über die letzten Jahre. Also sehr spannend. Und im Prinzip ist es so, Sie haben die Daten vielleicht. Ja, und das hier sind die Tools, wo Sie mit einem Einzeiler wirklich eine sehr komplizierte Grafik erzeugen können, wo man dann sehr viel dran sehen kann. Ja? Und es ist wirklich nicht schwer. Und warum ist es nicht schwer? Weil diese Tools, die sind so gut gemacht, das ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Gut, so weit, so gut. Das sind also noch spezielle Kommandos für Animation. Ja? Und wie kommt man dann da drauf? Ja, habe ich jetzt das Handbuch dazu gelesen? Nein, ich habe natürlich Copy and Paste gemacht mit irgendeinem Beispiel, was das schon gibt. Aber jetzt nehme ich meine eigenen Daten, ja, und ändere einfach nur die Spaltennamen aus und dann habe ich eine Animation mit meinen Daten. Ja, also das ist irgendwie, das ist nicht schwer. Wenn man so ein Beispiel hat, kann man das halt anpassen, ohne das Handbuch zu lesen.